Ja, hallo zusammen. Ich bin ja begeistert, wie viele Leute hier da sind. Ich kündige nur ganz, ganz kurz die Frau Kavita Rasch an, eine ePubli-Autorin, die es geschafft hat, im Selbstverlag ein Buch so erfolgreich zu gestalten, dass sie sogar nächste Woche in Malibu im Goethe-Institut eine Lesung hält. Und jetzt freuen wir uns ganz sehr, dass sie mit ihrem Buch Umweltschmutz im Einkaufswagen heute hier ist und für uns einige ihrer Lieblingsstellen aus dem Buch vorträgt. Ich fasse ganz kurz zusammen, es geht um das Thema Umweltschmutz, das kindgerecht aufbereitet und sehr interessant, und ich hoffe vor allen Dingen die kleinen Zuhörer haben jetzt ganz viel Spaß bei der Lesung. Ich wünsche viel Spaß und ein tolles Leseerlebnis. Ja, hallo, schön, dass so viele gekommen sind. Also mein Name ist Kavita Rasch, ist ja gerade schon gesagt worden. Ich habe schon immer viel Interesse daran gehabt zu schreiben und habe mich dann dazu entschlossen, mal eine Geschichte ganz aufzuschreiben, und bin dann halt über ePubli dazu gekommen, das auch relativ schnell zu veröffentlichen, was ja nicht immer so einfach ist. Und zwar ist das eine Idee, die ist mir so beim alltäglichen Einkauf gekommen, weil ich mich gefragt habe, wieso muss man eigentlich, wenn man Leergut wieder wegbringt, warum muss man es eigentlich nochmal trennen? Weil Mehrweg heißt für mich eigentlich, wenn ich es zurückbringe, tue ich ja schon was Gutes. Und so bin ich halt auf die Idee gekommen, halt eine Geschichte über Mülltrennung zu schreiben, aber um das ein bisschen spannender zu gestalten, aus der Sicht von zwei Flaschen. Und zwar ist das die Flasche Melissa Mehrweg und der Elvis Einweg. Elvis halt auch, weil es den auch nur einmal gibt. Und die Idee dahinter war eigentlich, dass das Thema Umweltschutz und Klimaschutz für uns alle eigentlich schon ziemlich bekannt ist. Man kennt es ja auch, die Wörter begegnen einem andauernd irgendwo im Fernsehen, wenn man es sieht, aber bei den kleinen Kindern wahrscheinlich eher nicht so. Die hören es zwar auch, können aber vielleicht auch nicht immer was mit anfangen. Und mir war es halt wichtig, da auch mal vielleicht so eine gedankliche Brücke herzustellen zwischen dem Einkauf, Müll und Klimaschutz. Und so habe ich mir dann halt die Geschichte ausgedacht von zwei Flaschen, die sich im Supermarkt im Einkaufswagen begegnen und dann unterhalten. Und dabei erzählt Melissa Mehrweg dem Elvis Einweg halt auch ein bisschen aus ihrem Leben. Und der Elvis stellt dann auch fest, dass Melissa vieles kennt, was sie da in dem Supermarkt erlebt, was Elvis halt nicht kennt, weil er es ja zum ersten Mal erlebt und zum letzten Mal auch. Und dadurch wird das halt eine recht interessante Unterhaltung. Der Elvis ist dann auch ziemlich überrascht darüber, dass die Melissa halt immer in eine Duschfabrik darf und da auch Achterbahnfahrten macht und anschließend mit neuem Wasser wieder befüllt wird. Das kennt er halt alles nicht. Und während dieses Gesprächs stoßen die beiden halt auf einen Zeitungsartikel, auf dem Eisbären abgedruckt sind. Und der Elvis, der möchte halt gerne wissen, was unter diesem niedlichen Foto steht. Und Melissa ist so nett und liest ihm das vor. Und genau da möchte ich halt auch einsteigen mit der Lesung. Oh, guck mal, Melissa, da sind süße Eisbären auf der Zeitung. Melissa schaut sofort zum Foto. Die sind ja niedlich. Elvis freut sich über das schöne Bild. Kannst du mir bitte vorlesen, was da steht? Ich kann nicht so gut lesen. Melissa nickt und beginnt. Ohne Eis keine Eisbären. Müll ist das größte Problem unserer Erde. Autos, Flugzeuge, Fabriken und Müllverbrennung belasten nicht nur unsere Luft, sondern machen den Eisbären das Überleben im Treibeis der Nordpolarmeere schwer. Männliche Eisbären werden bis zu 2 Meter groß und wiegen 400 bis 600 Kilogramm. Weibliche Eisbären sind kleiner und bekommen nur alle 3 bis 4 Jahre Nachwuchs, meistens 2 Kinder. Die wiegen bei ihrer Geburt gerade einmal 450 Gramm und haben schon von Beginn an durchsichtiges Fell. Nur durch die Sonnenstrahlen wirkt das für unsere menschlichen Augen weiß. Die hohlen, farblosen Haare leiten die Sonnenwärme direkt auf die dunkle Bärenhaut weiter. Eine 10 cm dicke Speckschicht schützt die Eisbären vor der Kälte in der Antarktis. Eisbären lieben die Kälte. Durch die Umweltverschmutzung und dadurch verbundene Klimaerwärmung schmilzt den Riesen langsam aber sicher das Packeis unter den Tatzen weg. Seit 2006 stehen Eisbären ganz weit oben auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Sie brauchen das Packeis ganz dringend. Packeis nennt man die dicken einzelnen Eisplatten, die auf dem Meer treiben. Eisbären können bis zu 6 Meter überspringen und 170 Kilometer ohne Pause schwimmen. Das Packeis gibt ihnen die notwendige Deckung, wenn sie im Meer bei der Suche nach Futter zwischen den Platten herumspringen.
dank des Packeises können sich die Eisbären in Ruhe ausreichend Kalorien anfressen, um den Winterschlaf zu überstehen und gesund zu bleiben. Elvis unterbricht Melissa erschrocken. Das klingt ja schrecklich. Da war dieses Wort. Müllverbrennung. Hat meine Familie etwa Schuld daran, dass die süßen Eisbären bald kein Packeis mehr haben? Irgendwie schon. Natürlich ist es nicht nur eure Schuld, aber deine Familie produziert unglaublich viel Müll, weil man euch nur einmal benutzen kann. Selbst die von euch, die nach dem Verbrennen zu Anziehsachen werden. Wir Mehrwegs, besonders die aus Glas, können dafür bis zu 50 Mal wiederverwendet werden, bevor wir zu Müll werden. Das heißt, du erledigst in deinem Leben 50 Mal hintereinander meinen Job? Dann trägst du weit über 30 Liter mit dir herum. Und ich nur 1,5 Liter. Richtig, durch die Wiederverwendung verursachen wir auch viel weniger CO2-Gase als deine Familie. Ja, aber was ist denn CO2? CO2 ist eine chemische Abkürzung. Wenn ein Kohlenstoffteilchen, also ein C, mit zwei Sauerstoffteilchen, also zwei O's, Händchen hält, nennt man sie zusammen Kohlendioxid. Sauerstoff brauchen alle Lebewesen zum Atmen. Das hast du bestimmt schon einmal gehört. Aber Kohlenstoff ist auch total wichtig. Er ist überall auf der Welt zu finden. Überall? Kann man Kohlenstoff sehen? Nein, dafür ist er viel zu winzig, genau wie Sauerstoff. Aber er ist in der Luft, im Wasser, im Boden, in den Pflanzen, in Tieren, auch in uns. Einfach überall. Kohlenstoff verändert seine Gestalt und durchwandert alle möglichen Dinge in seinem Leben. Er wird von etwas aufgenommen und später wieder abgegeben. Die Menschen verarbeiten immer mehr Kohlenstoffe aus dem Boden. Melissa tippt Elvis auf die Schulter. Beispielsweise werdet ihr einwegs aus einem Kohlenstoff namens Erdöl gemacht. Wenn man euch verbrennt, steigt der Kohlenstoff, der erst im Erdöl war und danach in euch, unsichtbar in den Himmel auf. Dort nimmt er zwei winzige Sauerstoffe an die Hand und lebt mit ihnen als CO2 in der Luft weiter. Leider gibt es heutzutage viel zu viel CO2 in der Luft. Die Erde würde sich wohler fühlen, wenn die Menschen mit den Kohlenstoffen sparsamer umgehen würden. Wieso gibt es nicht genug von diesen Stoffen? Melissa seufzt leise vor sich hin. Wie viel ist schon genug? Kohlenstoffe bestehen aus uralten Pflanzenresten und Tierknochen. Teilweise aus Dinosaurierzeiten. Steine und Erde haben all diese Sachen im Laufe der letzten Jahrhunderte so eng zusammengepresst, dass daraus Erdöl, Kohle und andere brennbare Kohlenstoffe und Rohstoffe entstanden sind. Die Menschen buddeln diese Stoffe aus und benutzen sie, um ihr Zuhause zu heizen oder um Strom zu machen. Mit dem Strom können sie Fabriken antreiben. Fabriken machen aus Erdöl Einwegs, andere Fabriken verbrennen euch Einwegs später. So wandert immer mehr Kohlenstoff vom Boden in die Luft. Sie hört kurz auf zu sprechen und überlegt, ob es richtig war, Elvis das alles zu erzählen. Er sieht nicht so aus, als hätte er sie verstanden. Vielleicht helfen dir die Zahlen, um es besser zu verstehen. 1000 Liter Mineralwasser aus Glas-Mehrwegflaschen machen 84 Kilogramm CO2-Gase in die Luft. 1000 Liter aus deiner Familie machen 139 Kilogramm CO2-Gase in die Luft. Elvis schüttelt fassungslos seinen Flaschenkopf und betrachtet die Eisbären auf dem Foto. Na schön, ich habe nun verstanden, dass meine Familie unnötig viel CO2-Dinger macht und ihr stattdessen einfach mehrmals duschen geht, damit ihr weniger Dreck macht. Aber wieso schmilzt am anderen Ende der Welt das Eis weg, nur wenn man uns einwegs hier verbrennt? Kann den Bären doch egal sein, wie viel CO2 im Himmel sind. Sieht doch keiner. Ja, das ist jetzt die Frage. Man sieht es zwar nicht, die Eisbären kriegen es aber zu spüren und irgendwann wir halt auch. Und der Grundgedanke, wie man hier auch sieht, hinten auf dem Buch, ist ein kleiner Umschlag vom Nordpol mit einem Brief an den Umweltfreund. Hätten wir nämlich alle so einen Brieffreund am Nordpol sitzen, der uns jeden Tag schreibt, was sich bei ihm alles verändert, damit wir auch hier merken, was sich wirklich verändert, was wir halt in unserem alltäglichen Leben nicht sehen, würden wir wahrscheinlich auch anders damit umgehen.
Und die Sache mit dem Einkauf und auf Verpackung achten und auf Wiederverwendung ist eigentlich relativ einfach und für keinen viel Arbeit. Und deswegen finde ich oder hoffe ich, dass jeder, der dieses Buch liest, an den Eisbären im Einkaufswagen denkt und dann beim Einkaufen schon daran denkt, etwas einzukaufen, was eigentlich für die Umwelt eine riesen Auswirkung hat, aber für zu Hause eigentlich gar keine Veränderung ist, weil die Getränke sind alles die gleichen. Gehört habe ich mal, dass nur Sachen mit Kohlensäure in Mehrwegflaschen dürfen oder in Einwegflaschen, das ist auch ziemlicher Quatsch. Es ist einfach die Verpackung, das Getränk ist das gleiche und man muss eigentlich nur beim Einkauf auf das Familiensiegel von Melissa achten und das ist halt auch hinten auf dem Buch drauf. Und ja, noch dazu kann ich sagen, in dem Buch ist vorne meine Internetseite angegeben und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, seit Erscheinung dieses Buches im Februar, das Buch auch ein bisschen interaktiv leben zu lassen. Da gibt es eine extra Seite für Schulen, wie Schulen auch Melissa Mehrweg in der Schule präsentieren können. Unter anderem haben manche Schulen auch schon 3-Tage-Projekte durchgeführt und kleine Experimente zu den Geschichten gemacht. Und da gibt es dann auch ein Quiz mit Fragen, was man nach dem Lesen ausdrucken kann und mal ausfüllen kann, um zu gucken, ob man auch so die Hintergründe verstanden hat. Und da wird auf jeden Fall auch in Zukunft immer wieder noch Informationen über Melissa Mehrweg und Post vom Nordpol hinterlegt sein. Ja. Okay, vielen Dank dafür für alle kleinen und großen Umweltfreunde, die genauso einen Umweltpass gerne hätten. In Halle 3.1, Stand B185 bei ePubli gibt es noch ein kleines Gewinnspiel mit tollen Preisen. Unter anderem kann man das Buch gewinnen oder kleine Umweltfreunde-Pässe für die Kleinen unter uns. Also kommt vorbei, schaut es euch an und die Autorin steht natürlich jetzt für Nachfragen zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.